Der Fantalk der Römerstrom Gladiators. Wer wird der nächste Neuzugang? Jetzt präsentiert von Möbel Ehrmann. Der Fantalk der Römerstrom Gladiators. Wer? Dom Freihof, das ist das Altstadtfest 2022. Jetzt seid ihr alle live zu sehen. Da hinten ist die Kamera. Wir freuen uns auf den Fantalk zur Einstimmung der neuen Saison der Römerstrom Gladiators Trier. Werden sprechen mit dem Geschäftsführer, mit dem Trainer, mit einem, der wieder verpflichtet wurde und einem Neuzugang, der hier und heute auf dieser Bühne präsentiert wird. Wir freuen uns sehr. Schön, dass ihr alle dabei seid und so viel schon mal vorab verraten. Ich habe dem Tobi aus der Technik noch gar nichts gesagt, aber falls du irgendwie den Song Oh Johnny irgendwie parat legen könntest für Spotify oder so, dann gebe ich dir nachher ein Zeichen. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ist mir gerade erst eingefallen. Damit sollte den waschechten Trierer Fans auch schon klar sein, wer nachher als Wiederverpflichtung wiederkommt. Die News ist ja schon draußen. Jetzt freue ich mich aber erstmal, weil natürlich so eine Saison auch mit vielen Planungen verbunden ist, hier im Möbel Ehrmann Fantalk auf den Geschäftsführer der Römerstrom Gladiators, auf André Ewerts. Guck mal, André, heute ganz entspannt, passend zu diesen Temperaturen, können wir uns hier bei Möbel Ehrmann Fantalk zurücklegen. Ja, André, neue Saison, die alte, wollen wir kurz aber nochmal abschließen mit einem Resümee. Irgendwie hat man das Gefühl, schwierig gestartet, dann mit dem Trainerwechsel richtig hochgepowert und am Ende aber auch schade drum, dass es nicht weiterging. Wie ist denn dein Fazit der letzten Saison? Genau so. Kurz und knapp gesagt, genau so, Chris. Erstmal ja, herzlich willkommen, hallo, auch von uns, von den Römerstrom Gladiators Trier, an alle, die hier im Dom Freihof sich heute eingefunden haben. Ja, bei bestem Wetter zum Glück, ja, seit Freitag, super Wetter fürs Altstadtfest. Ja, die letzte Saison, Chris, du hast beschrieben, also wir hatten Höhen und Tiefen drin, wir sind aber mit dem Ausgang der Saison doch sehr zufrieden. Wir haben sportlich mit dem Platz 4 nach der Hauptrunde das beste Ergebnis seit Bestehen der Gladiators feiern dürfen. In den Playoffs hatten wir ein bisschen Pech hinten raus, auch der eine oder andere mag auch sagen, ein bisschen Unvermögen, ja. Wir hatten aus unserer Sicht nach Beleuchtung der Saison, können wir schon sagen, dass wir den einen Spieler, den den Unterschied nachher gemacht hat, halt nicht in unseren Reihen hatten, sondern beim Gegner, bei Leverkusen. Ja, so alles in allem schon klein bisschen Enttäuschung dabei gewesen, definitiv. So früh dann doch in der ersten Runde aus den Playoffs auszuscheiden. Vor allen Dingen, ja, weil wir natürlich auch, als wir in die Playoffs gekommen sind, den Antrag für die BBL gestellt haben. Wir hätten es versucht, dieses Jahr mit der Truppe ja, hochzugehen. Jetzt ist es nicht so gekommen. Deswegen, ja, der Blick weiter nach vorne und volle Kraft in Richtung neue Saison jetzt. Das heißt natürlich, man muss auch wieder die Strukturen neu aufstellen, neues Team zusammen auch mit Pascal Heinrichs, den er ja auch als Head Coach weiter verpflichtet hat, der auch tatsächlich mal einen neuen Schwung reingebracht hat jetzt. Ja, wie sieht im Moment deine Arbeit aus? Ich meine, der Markt, das weiß ich aus Basketball, Deutschland ist gar nicht so leicht. Konzentriert man sich, versucht man erst die deutschen Positionen zu besetzen. Es gab ja schon einige Personalentscheidungen. Dan Monteroso ist geblieben und auch Johnny Almstedt als deutsche Kraft ist mit dabei. Aber ja, wie schwierig gestaltet es sich im Moment, den perfekten Kader für nächste Saison zu finden? Wie weit seid ihr? Wir sind schon weiter, dass es den Anschein macht, definitiv. Aber wir können noch hier und da noch nichts rausgeben, weil es halt einfach noch nicht, also die Tinte, so spruchwörtlich, wie man mal sagt, die Tinte ist da noch nicht so ganz trocken. Aber wir sind da schon gut vorwärts gekommen, hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen auch noch mal ein bisschen was rausgeben können, dass wir, ja, dass wir da auch ein bisschen ja, zeigen können, dass wir wieder mal eine schlagkräftige Truppe für die kommende Saison zusammenstellen werden.
Ist es noch zu früh für eine Zielsetzung? Weil logischerweise wollen die Fans das natürlich wissen, mit welchen Ambitionen man in die neue Saison starten wird. Man muss auch dazu sagen, normalerweise sind wir beim Altstadtfest auch 2 Wochen später. Da ist man auch 2 Wochen weiter in der Vorbereitung, weil losgehen wird es ja erst dann im August mit den Spielern vor Ort, denke ich mal, und dann im September mit der neuen Saison. Genau, also es ist nicht nur so, dass das Altstadtfest 2 Wochen quasi früher ist. Es ist auch so, dass die Saison 2 Wochen später anfangen wird. Also, aus verschiedenen Gründen fängt die Saison das erste Oktoberwochenende direkt, der 1.-2. Oktober, meine ich, ist es sogar, fängt die Saison an. Genau, wir haben die Saison auch, die Liga aufgestockt, jetzt auf 18 Teams. Deswegen, ja, es ist schon ein anderer Sommer, ein bisschen anderer Sommer, aber ja, wie sieht's aus? Also wir sind guter Dinge, dass wir ziemlich schnell den Kader jetzt stehen haben. Genau, also ich denke, jetzt hast du mir natürlich, das war relativ clever, das Saisonziel noch nicht genannt, da wollte ich jetzt nochmal für euch nachhaken. Ich habe auch jetzt mein Handy nochmal rausgekramt, also, für diejenigen, die uns zu Hause zuschauen. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen auf der Facebook-Seite der Römerstrom Gladiators oder auf rp1.trier, auf Basketball-Stream und wo auch heute auf verschiedenen Quellen der Möbel Ehrmann Fantalk zu sehen ist. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die natürlich jeden interessiert. Kannst du schon mal sagen, wo soll es hingehen nächste Saison? Also wenn alles so zusammenkommt, wie wir es gerade in Planung haben, dann sollten die Playoffs wieder drin sein. Und mal schauen, ob wir dann auch ein höheres Saisonziel ausgeben können. Aber Playoffs ist definitiv, sollte dann wieder das Ziel sein. Im Sommer heißt es natürlich auch immer, Sponsoren halten, vielleicht neue finden. Gab viele positive Nachrichten, hat mich ehrlich gesagt persönlich auch ein bisschen überrascht. Gerade auch Möbel Ehrmann zum Beispiel als Partner ist ja auch in einer schwierigen Zeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, quasi um die Pandemie dazugekommen, hat sich bewusst dann auch als neuer Standort, den sie hier in Trier ja erst eröffnet haben, dann auch 2020 ja auch zum Basketball direkt bekannt. Wie sieht es denn da an der finanziellen Front aus, weil das ist ja die Grundlage, überhaupt dann auch gute Spieler zu verpflichten? Da haben wir noch Hausaufgaben. Da haben wir noch Hausaufgaben, aber das ist auch ganz normal. So gestaltet sich der Sommer in jedem Jahr. Es stehen neben den Kaderplanungen natürlich auch die Sponsorensuche ganz oben mit auf dem Brett. Und dass das nicht so einfach ist, ja, weiß, glaube ich, jeder, aber wir, so wie du gesagt hast, wir haben in der letzten Saison, im letzten Jahr ein paar Partner dazu gewinnen können. Es ist natürlich Möbel Ehrmann, der uns super unterstützt, auch mit, kann man ja auch ruhig sagen, mit der Ausstattung der Wohnungen beispielsweise. Wir haben aber auch mit dem Mutterhaus einen Partner dazu gewonnen, der uns auf der medizinischen Seite sehr, sehr, sehr weiterhilft, der auch in der medizinischen Betreuung gemeinsam mit dem Orthopädikum und unseren Physios und unserem Allgemeinmediziner den medizinischen Stab nochmal ein weiteres aufgewertet hat. Ja, André, dann würden wir an dieser Stelle auf diesem Platz jetzt einen kurzen Wechsel schon durchführen, sind gespannt und wünschen viel Erfolg bei der auch wichtigen strukturellen Arbeit für die neue Saison. Und eine der wichtigsten Entscheidungen war natürlich, wer soll das Schiff sozusagen im sportlichen Bereich lenken und da brauchen wir keine Sirenen, obwohl das jetzt gerade gut gepasst hat. Der wird das, glaube ich, sehr, sehr gut machen. Vielen Dank an dich, André. Und wir freuen uns jetzt auf den Head Coach der Römerstrom Gladiators Trier, der sich diese Position mehr als verdient hat, auf Pascal Heinrichs. So, wie sich das gehört, wenn der Coach kommt, stehe ich auch mal auf. Pascal! Mit einem Lächeln, wie man ihn kennt. Erstmal müssen wir natürlich darüber sprechen, weil die Position des Headcoaches kam überraschend damals in der letzten Saison. Du hast viel bewegt und hast du damit gerechnet, dass der Club auch sagt, weil du warst ganz offen, du hast gesagt, ich rücke auch wieder ins zweite Glied, wenn man sich anders entscheidet. Aber wie sehr hast du auch damit gerechnet, auch gerade nach den Leistungen der letzten Saison auch weiterhin, wie ich eben gesagt habe, das Schiff als Headcoach zu lenken? Ja, also ich habe es immer gesagt, ja, wenn ich zurückgehe als Assistent, das wäre für mich kein Problem gewesen. Ich wollte auf jeden Fall in Trier bleiben und wäre ich auch Assistent gewesen nach der Saison. Es war dann doch etwas bitter, das Ende aus meiner Sicht. Da kamen aber ziemlich schnell die Gespräche. Und dann war okay, Pascal, willst du weitermachen? Und es fühlt sich unvollendet an.
Ja, und deshalb war für mich klar, dass wenn ich die Chance bekomme, weiterzumachen, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Aber das ist jetzt natürlich auch eine neue Situation, weil den letzten Kader, ich weiß nicht, wie viel Einfluss du da hattest in die Zusammenstellung und auch natürlich jeder Trainer hat ja eine gewisse Philosophie. Du hast ja auch mit den Spielern, die da waren, schon einiges auch Neues dann in die Mannschaft taktisch hereingebracht. Aber wenn du jetzt natürlich die freie Auswahl hat man ja nie finanziell, aber zumindest weiß man ja, welche Typen, welchen Spielstil man etablieren will. Vielleicht kannst du da was sagen, was uns da erwarten könnte in der neuen Saison. Also dafür, dass wir doch sehr groß waren, haben wir sehr schnell gespielt. Das ist eine Sache, die wird dieses Jahr auch wieder kommen. Ich glaube, vom Verteidigen und vom Rebounden, da müssen wir nicht weggehen. Das hat uns in jedem Spiel gehalten. Das wird auf jeden Fall auch unser Ziel sein. Aber ein bisschen kleiner, ein bisschen beweglicher. Und ein bisschen mehr Feuerpower von der Dreierlinie, das wünsche ich mir schon. Wenn die Spieler dann trotzdem 2,10 Meter sind und von der Dreierlinie werfen können, dann nehme ich die natürlich trotzdem. Aber hauptsächlich möchte ich vor allem, dass wir von außen besser werfen können. Besser werfen, also die Dreier da natürlich das Spiel auch breiter machen. Das macht es dann für die Inside-Spieler und auch für die gegnerische Verteidigung logischerweise ein bisschen schwieriger. Wie weit seid ihr denn da oder wie weit bist du in den Planungen? Wie schwierig ist der Markt? Also ich höre als Basketball-Deutschland viel stöhnen so, wenn man so mit den GMs und auch sportlich Verantwortlichen spricht. Wie sieht so aktuell deine Arbeit aus? Ist das Meme-Passwort voll von Agenten, die irgendwelche Spieler reinbringen wollen? Wie macht man das eigentlich in der Zusammenstellung? Ja, das war jetzt auch für mich mehr oder weniger neu. Also ich war auch schon, habe schon mitgekriegt davor, wie das lief, aber da habe ich immer nur Vorschläge gemacht. Ne? Und jetzt ist es so, okay, der Spieler muss auch passen. Vielleicht ein damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das für mich ist. Ich wurde bisher mit ausländischen Spielern bombardiert, auf jede erdenkliche Weise. Facebook, Instagram, E-Mail, WhatsApp, du wirst angerufen. Also es ist wirklich, da habe ich eigentlich allen geantwortet, habe gesagt, okay, erstmal brauchen wir unsere deutschen Spieler, bevor man da überhaupt, beziehungsweise ausländische Spieler zurück, bevor wir ausländische Spieler holen. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und da die Amerikaner natürlich in einer anderen Zeitzone leben, klingelt mein Handy auch die ganze Nacht. Meine Frau ist kein bisschen begeistert deshalb. Es ist die deutschen Spieler zuerst. Ja? Und ich kenne doch sehr viele Leute. Aber die Wunschspieler, die ich haben möchte, gucken natürlich auch, ob sie nicht doch in die BBL gehen können. Und viele sagen auch, sie setzen sich lieber für mehr Geld in der BBL auf der Bank. Und das ist gerade ein bisschen das Problem, was wir haben. Aber es ist anstrengend, aber ich glaube trotzdem, wir werden eine gute Truppe zusammenbekommen. Und den deutschen Kern, der sieht auch sehr gut aus. Wie viele Fragen auch aus dem Facebook-Chat, ihr könnt da gerne natürlich auch eure Fragen stellen. Frage von Sven Hölzemer, wie viele Spieler planst du insgesamt, wie soll die Rotation da aussehen? Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das insgesamt aufstellt und ob ein Spieler auch vielleicht aus der BBL im Gespräch sein könnte. Oh, er kratzt sich, das ist eine gute Frage offensichtlich. Jetzt lacht er, ist noch besser. Also, erste Frage beantworten. Der Plan ist doch, dass wir eine größere Rotation haben. Ja, wir spielen mit einer extrem hohen Intensität und da die Spieler können nicht 35 bis 40 Minuten spielen. Ja, mit unserer Spielweise, mit unserer Intensität. Und da planen wir doch eine 10-Mann-Rotation. 12 ist definitiv zu viel. Aber es sollen schon 9 bis 10 Spieler in jedem Spiel eingesetzt werden. Das zur Rotation. Am liebsten hätte ich natürlich die Spieler aus der BBL.
Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Wir als Verein haben alles dafür gegeben. Da waren zwei, drei Kandidaten. Zwei haben abgesagt. Bei einem habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Aber es wird sehr schwer. Und mal gucken, was die nächsten ein, zwei Wochen bringen, was das angeht. Es ist ganz normal, dass es im Sommer auch Fluktuationen und Abschiede gibt im Kader. Auf einen möchte ich trotzdem eingehen, weil er so auch die letzten Jahre, eigentlich die gesamte Zeit der Römerstrom Gladiators mitgeprägt hat von Anfang an. Das ist der Kapitän Thomas Grün, der jetzt natürlich auch irgendwann sich sagt, im besten Alter, ich möchte dann auch meine Karriere irgendwie angehen, jetzt in Luxemburg da auch Beruf und sportliche Laufbahn noch besser verbinden kann. Aber wie weh tut es, wenn man auch so einen Spieler verliert, der ja auch den anderen sofort diesen Invictus-Gedanken, die gesamte Mentalität vorlebt und das auch in die Mannschaft reingebracht hat? Ja, das tat sehr weh. Ja, Thomas hat, das muss man vielleicht dazu sagen, das ist nicht der erste Sommer, wo er darüber nachgedacht hat. Ja, er hat schon öfter drüber nachgedacht und hat aber hat auch gesagt, nach der Corona-Saison, wo wir keine Zuschauer hatten, hat er auch gesagt, okay, vielleicht sollte ich das machen, vielleicht ist das jetzt der Absprung. Dann hat er aber nochmal gesagt, okay, ich muss nochmal diese Fans erleben und ich will unbedingt nochmal. Und eigentlich hat er schon, ich würde sagen, 2 Jahre mehr dran gehangen. Und es tut extrem weh. Es tut extrem weh, aber ich glaube, jeder versteht ihn da auch. Ich meine, wir sind hier in Trier. Wir wissen, was man in Luxemburg dann doch auf dem Arbeitsmarkt verdienen kann. Und da muss er planen für sich und seine Verlobte, verheiratet, weiß nicht, Frau, ob das mittlerweile so ist, weiß ich nicht. Aber da muss er natürlich auch für die Zukunft planen. Es tut uns sehr weh. Kapitän, Mentalität, er passt zu uns Gladiators wie die Faust aufs Auge. Und das tut uns schon sehr weh. Und ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis sich der nächste Spieler dahin entwickelt, wo Thomas war. Mit Jonas Niedermann haben wir auch einen Abschied. Er hat sich entschieden, da gab es eine beidseitige Option. Das ist auch ganz normal, dass ein Spieler dann vielleicht sagt, er geht wieder nach Kirchheim. Aber dennoch sind wir so beim Thema Umbruch, ohne jetzt natürlich genaueres verraten zu können, auch vielleicht, weil da noch Verhandlungen laufen. Gibt es noch Spieler, die man halten möchte? Kannst du da vielleicht einen oder vielleicht doch nennen, mit dem es ganz gut aussieht oder wo man zumindest ein Angebot abgegeben hat? Oder war für dich klar, ich möchte eh einen größeren Umbruch im Kader und man wird wenige Spieler wiedersehen, wobei man ja sagen muss, mit Dan Monterosa ist ja auch so ein Energizer ja schon weiter verpflichtet worden, unter anderem. Ja, also ich glaube, bei den ausländischen Spielern, da muss man sich keine Illusion machen. Wir haben eigentlich bei allen probiert, was zu machen. Wir haben auch ein Angebot abgegeben. Aber es ist einfach schwer, die Spieler zu halten. Ja, die sagen auch, die möchten gern bleiben, es gefällt ihnen. Aber am Ende des Tages, wenn einer 3 bis 4 Mal so viel Geld verdient, aber auch nur eine Zeitspanne von maximal 10 Jahren hat, dann müssen die halt auch zusehen, wo sie unterkommen. Das heißt, die ausländischen Spieler haben uns, eigentlich ein Versprechen gegeben, haben gesagt, okay, sie werden entweder sie haben gesagt, nicht in Pro A, dann in Trier, ansonsten eben woanders, ja, und, aber eben nicht woanders in der Pro A. Und das glaube ich, das ist eine Sache, die für uns als Organisation spricht. Aber auch für uns als Stadt und für unsere Community als Fans. Ja, das ist schon mal ist ein Kompliment. Aber wie gesagt, wenn einer 3 bis 4 Mal so viel Geld verdienen kann, dann kann man auch niemandem übel nehmen, dass sie ernsthaft darüber nachdenken. Aber wir haben ein Angebot abgegeben und wir hoffen, dass es angenommen wird.
Dann sind wir mal gespannt auf die nächsten Dinge. Wir haben noch eine weitere Frage bekommen aus dem Fanchat, und zwar, wie es aussieht mit Co-Trainer. Jetzt, wo klar ist, dass du Head Coach bist, Jermaine Buckner war ja letzte Saison jemand, der quasi geholfen hat, auch hospitiert hat. Für den war das ja auch ein neuer Schritt aus der Spielerkarriere heraus, jetzt an die Seitenlinie. Planst du oder plant ihr mit einem Co-Trainer? Weiß man schon, wer das sein wird? Oder ja, wie sieht es da an dieser Stelle aus? Also alle unsere Spieler und auch Trainer scheinen sehr beliebt bei anderen Vereinen zu sein. Aber wir möchten natürlich, dass Buck bei uns bleibt. Ich möchte das, der Verein möchte das. Wir möchten, dass er bei uns bleibt. Und hoffen da, dass da demnächst auch die Zusage kommt. Und ich hoffe sehr, dass er bleibt, beziehungsweise wir hoffen, dass er da weiter uns als Assistant Coach zur Verfügung steht. Und da sind wir auch guter Dinge. Wir haben ja schon mit André über die sportlichen Ziele gesprochen. Mit dem Trainer ist das natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Gibt es eine Zielsetzung? Die Liga wurde vergrößert. Man wird auf jeden Fall ein Heimspiel mehr haben. Das ist auch schon klar. Die anderen Vereine sieht man aber auch, rüsten auch zum Teil ganz schön auf in der Pro A. Ich glaube, es wird wieder eine sehr qualitativ hochwertige Saison werden. Wie ist die Zielsetzung des Coaches, wenn man es schon sagen kann? Ich glaube, ich kann das immer sagen. Das Ziel ist, dass ich das nächste Spiel gewinne. Und was ich dafür machen muss, ich muss die Mannschaft stetig weiterentwickeln, damit sie dann danach wieder das nächste Spiel gewinnt. Und wenn wir alle Spiele gewinnen, dann glaube ich, haben wir eine ganz gute Saison gespielt. Ich glaube, die Mannschaft, wir wollen in die Playoffs. Jetzt Liga wurde vergrößert, ist natürlich nochmal schwieriger. Einige Mannschaften haben auch unterperformt. Die wollen natürlich jetzt auch wieder höher angreifen. Vechta auf jeden Fall. Aber auch Adland, glaube ich, will auch mit in die Playoffs. Da wollen viele Mannschaften in die Playoffs. Und ich glaube, wenn wir in die Playoffs kommen, dann haben wir auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Aber meine Zielsetzung bleibt dabei, dass wir einfach das nächste Spiel gewinnen. Wann geht's los sozusagen? Wann erwartest du den Kader zur Saisonvorbereitung? Wir haben ja schon gehört, die Saison geht ein bisschen später los. Wir haben ja auch noch ein großes Highlight im September im Basketball Deutschland mit der Europameisterschaft. Ich darf dabei sein übrigens. Ich freue mich sehr. Und deswegen beginnt die Saison ja unter anderem auch erst in der ersten Oktoberwoche, glaube ich, wenn ich richtig das eben mitbekommen habe. Wann geht's los mit der Vorbereitung? Wann denkst du, hast du den Kader dann auch zusammen? Wie weit bist du in den Planungen? Ja, Europameisterschaft natürlich ist ein Highlight. Ich kann nicht dabei sein, weil da werden wir definitiv schon trainieren. Ansonsten, wir fangen an in der zweiten Augustwoche mit dem Training. Erste Augustwoche wollen wir, dass die Spieler kommen. Und dann dürfen die Spieler unsere Weinberge genießen im August, damit die alle auch fit sind. Und wie weit ist die Planung? Ich hoffe, dass es schnell geht, aber natürlich bis August werden wir natürlich alle Spieler zusammen haben. Ich glaube, die Weinberge genießen ist der schönste Euphemismus für Spieler zur Quer in den Berg hochzurennen, die ich jemals gehört habe. Kompliment auf dieser Seite. Aber man muss da natürlich auch die Grundlagen legen. Es gab noch eine konkrete Frage nach zwei Spielern, und zwar, ich stelle sie einfach, weiß nicht, wie viel du sagen kannst, nach Jonas Grof. Und auch nach Gareth Zeb, die natürlich als deutsche Spieler und Leader die Mannschaft auch geführt haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Markt da auch nicht stillsteht. Aber vielleicht kannst du ja was zum Status quo sagen. Unabhängig von den beiden, wir möchten, dass wir auf der Point Guard-Position deutsch spielen. Ich glaube, da gibt es viele Spieler, die das gut können. Darunter gehören natürlich Gareth und Jonas. Aber auch unabhängig davon, wir möchten deutsche Point Guards haben, gucken, ob wir das realisieren können. Tut mir leid, dass ich da jetzt noch nichts Konkretes sagen kann, aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten, was hat der Chef gesagt, paar Tagen? Okay, dann hören wir da hoffentlich auch was in den nächsten paar Tagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu der Position war, es ist noch nichts 100% fix, deshalb kann ich da auch noch nichts zu sagen.
So, sagen kannst du mal was zu dem Mann, der gleich hier auf die Bühne kommt und ohne den Namen bitte zu nennen, weil die Spannung, so wollen wir wirklich verhalten, auch zum Neuzugang. Zunächst mal zu Johnny Almstedt, auch ein Jung sozusagen aus der Region. Das ist auch ganz schön, dass man auch die Basketballtalente da aus der Großregion dann auch im Profis halten kann. Aber ja, warum die Entscheidung, auch Johnny weiterhin im Team zu halten? Ich sag mal so, wenn einer 2,10 Meter ist und von der Dreierlinie werfen kann, dann hätte ich ihn gerne. Und ich glaube, Johnny, ich weiß nicht, ich glaube 2,08 Meter ist er, aber ja, wir nehmen einfach mal 2,10 Meter werfen, das dürfen wir alle schon ja, genießen, ja, das kann er definitiv. Und zu uns gehört auch, dass Spieler bei uns den nächsten Schritt machen. Ja, es wird oft vergessen, Spieler können dies, Spieler können das, ja, aber Spieler können sich auch einfach entwickeln. Und was Johnny über die letzten Jahre, wie er sich entwickelt hat, das ist schon beeindruckend. Ja? Und ich glaube trotzdem, da ist noch eine Menge Upside für ihn. Ja? Und deshalb sind wir sehr froh, dass er bleibt. Und er wird definitiv eine größere Rolle kriegen als letzte Saison. Und für ihn die Hauptaufgabe wird sein, die kleineren Leute vor sich zu halten. Und wenn er das schafft, dann werden wir sehr viel Spaß mit ihm haben. Weil in der Offense, wie gesagt, da wissen wir, was er kann. Und dann natürlich, weil wir dich gleich von der Bühne entlassen und danach nicht mehr fragen können, zum Neuzugang. Bitte ohne den Namen zu nennen, aber vielleicht kannst du ein bisschen sagen zum Profil, was er bringen wird, was du dir von ihm versprichst, welche Rolle er vielleicht auch im Team einnehmen kann und soll. Also schwer, wenn man über jemanden spricht, aber nicht den Namen sagt. Also A aus L passt sehr gut zu uns. Ja, er von der Mentalität her, ich durfte ihn live sehen, nicht nur auf Video. Absoluter Kämpfertyp, Spielertyp, er ist ein 3-4er. Kann gut rebounden, ja, kann gut werfen, sehr athletisch. Ja, Mentalität passt und ich bin sehr froh, dass er bei uns ist. Pascal, das war wunderbar. Ich danke dir vielmals. Wir freuen uns sehr auf eine gemeinsame weitere Saison als Head Coach. Der Head Coach der Römerstrom-Realitas Trier, Pascal Heinrichs. Dankeschön. So, und jetzt kommt Johnny. Wir freuen uns, dass er zurück ist. Unser Dreiergott, wie ich immer bei der Begrüßung sage. Johnny Almstedt. Oh ja, ja, ja. Wie du meinst, auch fühl dich frei. Als Lauftouren rum und Prügelein. Hey, alles cool, mach wie du willst. So lange warten wir jetzt noch, bis Johnny kommt. So viel Zeit muss sein. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass schön, dass du auch bleibst bei den Römerstrom Gladiators. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation. Oder musstest du lange nachdenken, bis du gesagt hast, okay, da unterschreibe ich? Nee, eigentlich nicht. Es war relativ schnell klar, auch aufgrund ja, der Situation drumherum. Ich meine, ich studiere hier, daher ist auch nicht so leicht, sozusagen das Studium nochmal zu wechseln oder irgendwo anders hin. Das ist viel zu viel Aufwand und von daher war die Entscheidung relativ schnell da, dass ich auch hier bleiben will. Und ich meine, die Familie ist nicht weit weg in Saarbrücken. Und von daher war das auch nach den Gesprächen mit Pascal, was er so mit mir vorhat, sehr, sehr, sehr schnell klar, dass ich hier bleibe. Man muss ja auch sagen, das ist ja für die Region gar nicht so selbstverständlich, als Saarländer auch ein Publikumsliebling in Trier zu sein. Das schafft man, glaube ich, nur im Sport, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Naja, ich bin ja eigentlich nicht gebürtiger Saarländer, da versuche ich immer noch drum herum zu reden, aber ich, halber Saarländer bin ich wohl schon mit der Zeit, die ich schon im Saarland jetzt zu Hause bin und ja, aber ich bin froh, dass es so ist, dass ich jetzt hier weiterhin die Chance bekomme und weiterhin hoffentlich auch so beliebt bleibe. Wie fällt denn so dein Fazit persönlich aus, auch wenn du die letzte Saison nochmal Revue passieren lässt? War eine große Rotation, war auch schwierig, immer wieder Verletzte, dann kamen neue Spieler rein. Wie schwierig war es in der Situation dann auch
ja, so seine eigene Rolle zu finden, beziehungsweise immer wieder mit diesen Umstrukturierungen, auch personeller Rat, musstet ihr euch quasi oftmals neu erfinden, da noch umzugehen? Ja, also ich glaube, im Endeffekt war es, glaube ich, eine gute Saison für uns, so wie wir, wie es auch ganz mit den Umständen, was alles so drum und dran war. Für mich persönlich, ich glaube, ich kann mich ganz gut anpassen an so ein Team. Ich weiß auch mit dem Personal, das wir letztes Jahr hatten, wo da meine Rolle ist, dass ich da jetzt nicht, ich nehme jetzt mal Austin oder sowas, an einem Austin Wiley oder Pekovic irgendwie im Post vorbeikomme. Das war völlig klar, aber ich glaube, Pascal wusste das auch und Pascal wusste auch, was jetzt meine Fähigkeiten sind, wo er mich einsetzen kann, wo ich sozusagen ja, meinen Beitrag leisten kann. Und ich glaube, das ist dann doch im Endeffekt ganz gut gelaufen und für mich persönlich als auch, glaube ich, für den Verein, wenn auch am Ende jetzt mit den Playoffs, mit den Spielen in Leverkusen nicht so ganz rosig geendet ist, sage ich jetzt mal. Da war sicherlich mehr drin. Du kannst dem Tonmann übrigens einen kleinen Gefallen tun, wenn du es so schräg dran hältst. So. Genau, perfekt. Gerade okay. Oben rein sprechen, dann freut er sich. Da muss er nämlich nicht vom Dings, er bedankt sich gerade mit dem Daumen sorry, hoch. Sorry, ist das erste Mal. Ja, alles gut, Mann. Sonst halte ich das Mikro. Aber ich dachte, heute bei der Hitze machen wir uns ein bisschen bequemer. Was sind denn so die Sachen, an denen du jetzt arbeitest? Oder wie ist denn die Zielsetzung, gerade auch für die neue Saison, was wir mit Pascal auch besprochen haben? Ich meine, was man von dir bekommt, ist klar. Reinkommen, Traute haben, das Ding von außen reinnageln, auch wenn es 2 Zentimeter fehlen bis 2,10 Meter. Aber das ist natürlich schon eine Begabung, die jeder Mannschaft hilft. Ja, ich glaube, er hat es ja gerade schon erwähnt, die kleinen Leute vor mir zu behalten. Ich glaube, das wird die größte und auch die schwerste Aufgabe, an der ich jetzt arbeiten muss, dass ich einfach auch flexibel eingesetzt werden kann. Sowohl offensiv klappt es ja im Moment oder klappt es ja ganz gut, aber eben auch jetzt in der Defense. Vor allem die kleineren oder vermeintlich kleineren, meistens sind sie ja gar nicht mal so viel kleiner, aber vielleicht flinkeren Spieler zu verteilen. Ich glaube, das wird sozusagen der größte Arbeitsschritt jetzt auch, den ich jetzt auch im Sommer angehe und auch dann sozusagen in der Vorbereitung angehe. Das wird sozusagen die größte Aufgabe sein für mich, die Kleinen vor mir zu behalten. Vorbereitung ist, glaube ich, nicht das Schönste für einen Profisportler. Man ist, glaube ich, immer froh, wenn der Ball dann auch in der Luft ist und man auf die Körbe dann auch spielen darf. Der Trainer hat eben gesagt, ihr könntet die Weinberge genießen in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wie tough ist das denn? Weil man muss ja quasi die konditionelle Grundlage für eine ganze Saison da legen. Ich habe eben gerade kurz geschluckt. Weinberg hatte ich noch nicht von gehört. Aber ich glaube, wir haben... in den letzten 2 Jahren habe ich schon mitbekommen, was da so alles möglich ist in den Weinbergen. Heißt, mit so viel kann er mich, glaube ich, hoffe ich nicht mehr überraschen. aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Das ist jetzt im Profisport vor allem, das gehört einfach dazu. Man muss die Grundlagen vorher legen. Klar, im Laufe der Saison kommt sicherlich auch noch die eine oder andere, ja, mit der Zeit, mit der Spielzeit kommt auch die Kondition dazu und sowas. Aber Vorbereitung ist schon sehr wichtig, auch ja, sozusagen. Da wird die Grundlage gelegt für die Saison, um auch rechtzeitig und sofort da zu sein und sozusagen ja, von Anfang an auf dem Punkt da zu sein. Was beeindruckend war, wie ich finde, war, dass das waren ja viele neue Spieler in der letzten Saison. Es wird auch jetzt zur neuen Saison einen größeren Umbruch logischerweise geben. Dass aber die Invictus-Philosophie, diese Mentalität ziemlich schnell so im Team drin war. Wie wichtig ist das deiner Meinung nach, gerade auch auf den Charakter so zu achten, dass es wirklich passt und man eine Mannschaftsidentität auch bilden kann? Und wie ist dieser Prozess? Weil am Anfang lernt man sich ja auch erst kennen, ne? Ja, Charakter ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wahrscheinlich als Trainer achtet man, denke ich, auf jeden Fall vorher schon daraus. Man wird ja Gespräche führen und da gibt es wahrscheinlich einige Kniffe sozusagen, die man da anwendet, um herauszufinden, was derjenige sozusagen imstande ist oder was er so selber denkt, ob er die Invictus-Mentalität drin hat. Und spätestens Vorbereitung ist, glaube ich, auch, weil wir gerade drüber gesprochen haben, ist auch ganz wichtige Zeit, wo das sozusagen implementiert werden könnte oder wird. Von daher, Charakter ist ganz wichtig, haben wir auch gerade letzte Saison gemerkt. Im Team, wir waren da echt super, das Team war super zusammengehalten und jetzt wird es auch an denen, die vielleicht zurückkommen und an denen wird es vielleicht auch liegen, einfach die anderen mit ins Boot zu nehmen sozusagen und wieder sowas aufzubauen. Dafür wünschen wir euch viel Erfolg, auch dir persönlich. Möglichst gute Beine in den harten Weinbergen beim Genießen unserer schönen Region. Und sagen Dankeschön, schön, dass ihr da bleibt. Johnny Heimstedt, vielen, vielen Dank. Danke. So. So.
So, und hier am Platz müssen wir euch noch ein bisschen auf die Folter spannen, denn für die Zuschauer zu Hause gibt es noch mal ein paar kleine Highlights unseres Neuzugangs aus seinen letzten Station im Jahr 2019-2020. Die spielen wir jetzt ein. Ich kann euch dazu ein bisschen was auch sagen. Pascal hat ja schon gesagt, wir freuen uns auf einen Neuzugang auf der Flügelposition. Ein Spieler, der auch physisch definitiv auch mit dem Zug zum Korb einige Vorteile sich erarbeiten kann und schon mehrere internationale Stationen hat. Und so viel sei auch schon vorweg verraten, Deutsch spricht. Also wir sind gespannt, gleich kommt er. Wir sehen oder haben gerade ein paar Highlights von ihm gesehen und freuen uns jetzt auf den Neuzugang der Römerstrom Gladiators Trier. Er ist der Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft und heißt Alex Laurent. Da ist er! Ein neuer Gladiator in unserer Stadt. Und auch wenn er aus Luxemburg kommt, jetzt zurück ist in der Heimat, vielleicht können wir kurz drauf eingehen. Ich habe schon mal gerade gesagt, du hast ja schon einige Stationen auch in Europa schon gesehen. Die Leute kennen dich ja noch nicht. Wo warst du schon überall? Was waren so bisher deine Stationen in der Basketballkarriere? Also mit der Nationalmannschaft in Luxemburg schon in vielen Ländern unterwegs gewesen, zusammen mit Thomas Grün. Und aber meine Profikarriere hat in Holland begonnen. Da war ich 2 Jahre in Den Helder unterwegs, in der ersten Liga. Danach bin ich nach Spanien gewechselt, in die dritte Liga, nach Ponferrada. Und danach nach Österreich, erste Station in der zweiten Liga, dann aufgestiegen, also zu einem anderen Team in die erste Liga, bei den Klosterneuburg Dukes. Das war eine sehr gute Saison für uns, habe da viel dazugelernt und eine super Mannschaft gehabt. Und letztes Jahr bin ich dann nach Belgien gegangen, zu einem Team mit Ambitionen aufzusteigen in die erste Liga, was für mich sehr interessant war, ein Teil davon zu sein, mit einem Team aufzusteigen, das Ganze mitzuerleben und dann in der ersten Liga halt Fuß zu fassen, was halt nicht geklappt hat. Deswegen bin ich auch jetzt dieses Jahr nicht da geblieben und ich habe mir eine neue Challenge gesucht. Und ja, jetzt bin ich hier und ich freue mich sehr. Und man muss ja dazu sagen, dass du ja in den Stationen nicht irgendwie nur ein Rollenspieler warst, sondern meistens auch zweistellig gescored, 11 sogar in der zweiten österreichischen Liga. Deswegen gab es ja dann auch einen Sprung über 20 Punkte im Schnitt erzielt, da hast du wirklich dominiert. Ja, und natürlich der Kontakt Thomas Grün, wie sehr oder wie viel hat er eine Rolle gespielt in dieser Entscheidungsfindung, weil er ist ja quasi das Urgestein der Römerstrom Gladiators. Das wird sicherlich auch viel vom Club und vom Drumherum erzählt haben, oder? Ja, klar. Also ich war all die Jahre, wo er hier war, immer mit ihm in Kontakt, immer mit ihm geredet und so. Und auch jetzt, als ich halt die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten habe, auch wieder sofort Kontakt aufzunehmen. Wer weiß, ob man noch ein Jahr zusammenspielen könnte, was aber jetzt leider nicht geklappt hat. Aber jetzt halt noch ein Luxemburger in Trier als Ablöse von Thomas sozusagen, keine Ahnung. Zu sein und mit ihm sowieso weiterhin mit ihm in Luxemburg weiterzuspielen. Aber ja, er hat mir viel vom Club erzählt, dass alles wirklich eine sehr familiäre Situation hier ist, von den Fans her, vom Team, vom Management, vom Staff und allem drumherum. Und ja, das hat mich sehr gefreut und auch als dann die Zusage ziemlich schnell kam, umso mehr. Ich habe schon mal ein bisschen auch an den Bildern, haben wir es ganz kurz gesehen, so den Spielertyp versucht zu beschreiben. Wie würdest du das denn selber sagen? Wo siehst du deine Stärken? Was werden die Fans in der Arena Trier erleben vom luxemburgischen Neuzugang? Ja, ich bin, wie Coach schon gesagt hat, ziemlich athletisch. Das heißt, auch mit 29 noch, würde ich jetzt so sagen. Nee, das klappt noch alles. Und kann gut werfen, habe einen guten Zug zum Korb. Defensiv immer ein Arbeiter, also da lasse ich nicht sehr gerne Leute an mir vorbei, aber wenn es halt vorkommt, dann bin ich die nächste Defense umso mehr, aggressiver ja, so ein Kämpfertyp, ein Teamtyp, ich mache alles fürs Team, was Coach von mir verlangt, versuche ich umzusetzen
um halt das meiste herauszunehmen. Hast du denn schon mal ein Spiel in der Arena Trier gesehen, damals irgendwie hier rübergekommen? Oder wird das von der Atmosphäre her was komplett Neues sein, diese Invictus-Mentalität, die es hier gibt und auch, wie ich finde, eine besondere Fankultur und auch Atmosphäre bei den Spielen? Nee, ich war schon hier, als Sammy Picker noch hier gespielt hat, war ich ein Spiel schon länger her, genau. Dann war ich aber auch hier, als Thomas schon gespielt hat und so in between war ich, glaube ich, auch schon mal hier. Und vor 8 Jahren oder so habe ich auch hier mit der luxemburgischen Nationalmannschaft gegen Deutschland gespielt. Das heißt, ich habe schon ein Spiel hinter mir in der Arena. Aber jetzt diese Saison, also ich freue mich sehr, das auch dann halt live auf dem Spielfeld mitzuerleben. Es ist so, in der Liga gibt natürlich Vorgaben, was deutsche Minuten betrifft. Oder man muss ja in der Pro A immer 2 deutsche Spieler auf dem Feld haben. Jetzt hast du schon eben verraten, deswegen gab es auch ein kleines Raunen hier bei den Fans, weil das natürlich für alle Seiten ein großer Vorteil ist, jetzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. Das verspricht natürlich aber auch im Team eine große Rolle. Oder hast du schon mit dem Coach gesprochen, wieso die Rolle sein soll im neuen Team der Römerstrom Gladiators? Ja, ich habe schon mit Coach geredet. Wie er auch schon gesagt hat, ja, es wird sehr viel rotiert. Und das ist, um die Intensität halt hochzuhalten. Und das mag ich sehr. Das heißt, du weißt, dass wer auch immer hinter dir, nach dir auf dem Spielfeld kommen wird, dass der genauso viel 100%, 110% gibt als du, der gerade auf dem Spielfeld steht. Und das wird, glaube ich, auch zum Team, zur Team-Chemistry dabei führen. Dass jeder, wenn du auf der Bank sitzt, halt auch siehst, dass jeder da alles aus sich herausnimmt und dass am Ende keiner mehr Luft hat nach dem Spiel. Und darauf würde ich mich auch sehr freuen. Und sicherlich auch auf die Unterstützung aus dem Heimatland, oder? Also, dass die Luxemburger kommen, weil die mussten ja sonst ein bisschen weiterfahren. Ich weiß nicht, der Weg ist jetzt auf jeden Fall kürzer. Muss ja auch sagen, dass du aktuell sicherlich, wenn nicht sogar der erfolgreichste luxemburgische Basketballer bist, nicht umsonst auch Kapitän des Heimatlandes. Bescheiden ist er, wie er gerade tut, aber ist ja so de facto. Ja, Kapitän von der Luxemburger Nationalmannschaft bin ich und ich bin schon viel herumgekommen. Ich habe mir von all den Ländern, wo ich jetzt gespielt habe, habe ich mir immer was mitgenommen auf meinen Weg und deswegen habe ich auch Luxemburg verlassen, um halt basketballspielerisch mich halt weiterzuentwickeln und das auch wiederum hier, wieder neue Leute kennenzulernen, wieder in einer neuen Stadt zu wohnen, jetzt halt näher an zu Hause, was die letzten Jahre halt nicht so der Fall war, aber natürlich, das ist... Es wird wieder schön, Freunde zu spielen zu haben, Freundinnen, Eltern, Familie und natürlich auch dann die Fans mitzuerleben. Das ist für mich auch noch weiterhin noch mehr Energie über die letzten Jahre. Halt auch als ich in Österreich war, waren nicht einmal Fans erlaubt. Gott sei Dank hatten wir eine normale Saison. Aber ja, es ist halt ein bisschen, da fehlt was. Da fehlt einfach was und das jetzt hier mit den Fans wieder, dass wieder jeder in die Halle kommt, ich glaube, das ist auch für sie wieder schöner als zu Hause vor dem Fernsehen zu sitzen und jetzt auch halt die Familie, Freunde und wieder Leute aus Luxemburg dabei haben zu können, das wird schön werden. Klar, wenn Fans zuschauen, wollen sie natürlich auch was Persönliches wissen, deswegen die Frage, was so abseits des Parketts so die Hobbys sind oder Dinge, mit denen du dich gerne beschäftigst. Ja, weil ich halt 8 Monate im Jahr halt weg bin, unterwegs bin, natürlich sehr viel Zeit mit Freunden. Ich mag sehr zu barbecuen und danach ein paar Gartenspiele zu spielen, vielleicht verschiedene Kennens, Cornhole oder so. Und dann spiele ich gerne Beachvolleyball im Sommer. Dieses Jahr aber noch nicht dazu gekommen, aber ich fahre sehr gerne Motorrad. Halt in den Ferien mit dem Stiefvater und so, mit Onkel, das heißt auch mit Familie unterwegs und da ein bisschen die Freiheit genießen. Und hauptsächlich zu Hause, wenn ich zu Hause bin, im Sommer, die letzten 6 Sommers, war es immer sehr viele Freunde sehen, sehr viel Familie sehen, weil ich wusste, nicht wusste, wo es halt das nächste Jahr hingeht. Und halt die Zeit mit Familie und Freunde genießen.
Ja, schön. Beachvolleyballplatz, da werde ich mich melden. Können wir uns zusammen auf der Landesgartenschau ein bisschen austoben. Ist nämlich auch so meine Off-Season-Hauptbeschäftigung. Sportlich müssen wir natürlich auch fragen, wie sind denn die persönlichen Ziele? Ich meine, du hast schon competitive gespielt, erste Liga Holland, verschiedene Länder auch schon erlebt, auch in Österreich auch gut aufgelegt. Die Pro A, ja, wie sind die Erwartungen und persönlichen Ziele sportlicher Natur? Ja, also wie schon gesagt, die Playoffs erreichen und dann von da aus Spiel für Spiel, aber ja, halt von Anfang an dabei sein und versuchen so schnell wie möglich einen Rhythmus in der Mannschaft zu haben und ja, dann halt die Playoffs anstreben, das ist das erste Ziel und dann halt, ja, wie gesagt, dieses Jahr habe ich mitverfolgt, dass ein bisschen, ja, unglücklicherweise zu Ende ging, aber halt weiterkommen als letztes Jahr, aber vor allem die Playoffs erreichen, denn da ist es immer wieder eine neue Saison und da kommt immer wieder neue Energie in die Teams und das ist halt das wirklich das Hauptziel und dann halt schauen, was möglich ist. Und jetzt in der Vorbereitung, ich meine, ein Basketballer lernt nie aus, sagt man. Ne? Man kann, hat immer jeder, es ist ja eigentlich ein Spiel von Fehlern. Entweder, das ist eigentlich der Punkt, warum Punkte erzielt werden, ist, dass irgendwas in der Verteidigung schiefläuft oder individuelle Klasse. Was sind so die Dinge, an denen du arbeitest, wo du sagst, okay, da habe ich noch Potenzial, mich sogar zu verbessern oder ich lege einen Schwerpunkt oder ich will meine Stärken noch weiter ausbauen? Gerade in der Vorbereitung hat man ja auch mal die Zeit, individuell viel zu arbeiten, was vielleicht sonst aufgrund der Belastung der Spiele und Mannschaftstrainings gar nicht so möglich ist? Ja, also für mich, seitdem ich halt professionell im Ausland unterwegs bin, spiele ich mehr auf der 3, was ich in Luxemburg nie gespielt habe. Das heißt, seitdem ich halt professionell bin, habe ich eine sehr große Entwicklung auf dem Flügelposition halt miterlebt und auch und das halt in jedem Team, wie ich schon erwähnt habe, habe ich immer ein bisschen was mitgenommen und das auch dieses Jahr. Defensiv, offensiv, mich halt weiterzuentwickeln und ja, werfen, immer, kannst du dich immer weiterentwickeln. Das kommt auch, wird immer besser mit dem Alter. Die Athletik stimmt noch, nicht mehr so als in den jungen Jahren, aber es klappt noch alles. Aber halt, ja, defensiv, wie Coach halt sagt, die hohe Rotation mit der hohen Intensität, das wird ein großer, auch für mich ein großer Schritt, weil ich in den letzten Jahren auch viel Minute gespielt habe und auch manchmal erwischst du dich, dass du dann in der Defense oder Offense halt ein bisschen eine Verschnaufpause suchst, aber das ist diese Saison nicht drin und darauf freue ich mich einfach so, halt auch dem Coach zu sagen, hey, jetzt raus, jetzt kann ich nicht mehr. Also das klingt schon nach der Mentalität, auf die sich die Fans dann auch freuen können. Wie sieht noch der Sommer aus, bevor es dann losgeht mit der Vorbereitung im August? Ja, jetzt hatte ich jetzt 2 Wochen Pause und jetzt morgen fangen wir wieder mit der luxemburgischen Nationalmannschaft. Wir haben da noch ein Spiel gegen Rumänien offen, am 30. Juni in Rumänien. Und ja, danach hoffe ich ein paar Wochen zu verschnaufen, um dann hier mit frischen Beinen wieder anzutreten. Letzte Frage, da bist du auch in diesem ersten Interview, so was sehr, sehr sympathisch war, sozusagen durch oder wir sind durch auch mit dem Möbel Ehrmann Fan-Talk der Römerstrom Gladiators. Gibt es schon einen Spitznamen, der sich so etabliert hat die letzten Jahre oder muss ich mir anhand des Spielstils, weil das mache ich sehr, sehr gerne in der Arena Trier, wie ihr wisst, einen noch einfallen lassen? Oder gab es schon welche? Nee, da gab es eigentlich noch nicht so einen, der sich irgendwie festgesetzt hat. Da überlasse ich dir deine Kreativität, glaube ich. Okay. Dann sehen wir uns bald hoffentlich auch auf dem Beachvolleyballfeld und auf dem Parkett der Arena Trier. Der Neuzugang der Römerstrom Gladiators, schön, danke, dass er da ist. Der Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft, Neuzugang der Römerstrom Gladiators Trier, Alex Laurent. So, und das war's dann auch, fast eine Stunde. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ihr habt viele Informationen bekommen und ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald wieder in der Arena Trier. Dauerkarteninformationen werden sicherlich auch bald folgen. André, gibt es schon Dauerkarten? Kann man schon kaufen? Nee, dauert noch. Nächste Woche? Dauert noch. In 1-2 Wochen gibt es da alle Informationen. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß in der Arena Trier. Und nächstes Jahr versprochen, in den Playoffs bin ich nicht krank. Auf gar keinen Fall. So, vielen Dank und damit sagen wir auch Dankeschön. Das war der Möbel Ehrmann Fantalk der Römerstrom Gladiators Trier. Bis bald dann bei den Spielen in der Arena. Das war der Fantalk der Römerstrom Gladiators zur Einstimmung auf die neue Saison. Präsentiert von Möbel Ehrmann.
Thank you.